Die Renke. Auto seltsam Gensi. Unter dem Namen Renke, Corygonus, verstehen wir mittelgroße und kleine Fachsfische mit seitlich etwas zusammengedrücktem Falb, kleinem, engem, zahnlosem oder mit sehr feinen, vergänglichen Zähnen bewehrtem Maul, mittelgroßen, leicht abfallenden Schuppen, kleiner Fettflosse und einer dicht vor den Bauchflossen beginnenden hohen Rückenflosse. Unser Vaterland beherbergt mindestens 6 Arten dieser Gruppe. In den Seen Großbritanniens, Skandinaviens und Russlands vorkommende. Angesehen. Das verborgene Feben dieser Fische, welche nur zu gewissen Zeiten aus den tiefen Gründen, in denen sie sich umhertreiben, aufsteigen, um ihren Laich abzusetzen, die Schwierigkeit, unerwachsene Junge zu erlangen, und die Ähnlichkeit der als wirklich verschieden erkannten Arten erklären die vorsichtige Zurückhaltung, welcher sich gegenwärtig unsere Forscher befleißigen, wenn sie von den Renken sprechen. In dem gewaltigen Ob und seinen Zuflüssen spielen gerade die Renken eine gewichtige Rolle. Der riesige Strom beherbergt zwar Milliarden von Fischen, im Verhältnis zu seiner Wassermasse und der Ausdehnung seines Stromgebietes jedoch nur wenige Arten. Die großartigen Wanderungen, während welcher wenigstens einzelne der genannten Renkenarten, Berg- und Fähreise zusammengerechnet, ungefähr 7000 Kilometer zurücklegen, geschehen, wie bei anderen Lachsen, einzig und allein der Fortpflanzung, nicht aber besserer Ernährung halber. Obwohl die wandernden Renken unterwegs nicht immer der Nahrung sich enthalten, im Gegenteil ihren Magen zuweilen mit Nahrungsstoffen, insbesondere kleinen Muscheln, anfüllen, erliegen doch sehr viele von ihnen dem Mangel und der Entkräftung infolge des Falkens. Die Sibirier schreiben, dass in manchen Jahren massenhafte Absterben der Wanderfische jedoch nicht den erwähnten, für so viele Fische verhängnisvollen Ursachen, sondern dem größer als Ersterben des Stromes Stern zu, das heißt sie meinen, dass das mit Eis überdeckte Wasser des Ob und einzelner seiner Zuflüsse wegen der nur trägen Strömung und Übersättigung mit aufgelösten Salzen faulig werde und dadurch den Tod der Fische herbeiführe. Dieselben Freunde glauben freilich ebenso, dass die Renken erst durch die Beluga, welche jenen Zügen folgt und dabei hoch im Strom aufsteigt, herbeigetrieben würden. Faut es sehr früh im Jahr, so geschieht es zuweilen, dass die Renken nicht allein unter, sondern auch über dem Eis, in dem letzteres überströmenden Faufasser, zu Berge ziehen, in solchem Fall jedoch meist elend zugrunde gehen, wenn es wiederum gefriert. Aufmerksame Ostjagen wollen auch beobachtet haben, dass große Züge von Fischen, und zwar immer dieselben Renkenarten, an bestimmten Stellen massenhaft durch Eis emporgehoben und ans Ufer geschleudert worden sind. Fällt im Frühjahr nach dem Eisgang viel Regen, so verfrüht und beschleunigt sich der Zug mehr, als den Fischern lieb ist. Regnet es wenig, so findet das Umgekehrte statt. Das Vorkommen der Beluga bezeichnen Russen wie Ostjagen den Beginn des Zuges. Der Delfin erscheint in ihren Augen als Vorbote oder doch als Bürger der ankommenden Fische. Daher verfolgt man ihn in keiner Weise, und er erkennt seinerseits die ihm so günstige Meinung gleichsam dankbar an, weicht einem ihm nahenden Fischerboot kaum aus und lässt sich durch das Freiben der Menschen in seinem eigenen nicht stören. Nach Versicherung erfahrener Fischer besuchen den unteren Ob allsommerlich 5 bis 6 Gesellschaften unseres Delfins, jede ungefähr 40 Stück umfassend. Alle halten die Mitte des Hauptstromes, wie die stärksten Wanderfische ebenfalls tun, wogegen die schwächeren und jüngeren Renken mehr längs der Ufer aufwärts ziehen. Der Rückzug. Fische aber nicht in so zahlreichen und gleichartigen Heeren wie während der Bergwanderung, sondern in kleineren und gemischten Trupps zu den Winterstätten zurück. Im Herbst folgen die Jungen, welche man bis dahin massenhaft in allen in den Strom einmündenden kleineren Flüssen, überhaupt in seichtem Wasser findet. Der Ertrag der Renkenfischerei Sibiriens ist, trotz des dort überaus geringen Preises der Fische, sehr bedeutend und dürfte mit 1 Million Rabel kaum zu hoch beziffert sein, würde aber voraussichtlich um das Doppelte oder Dreifache steigen, wenn man die köstlichen Fische in solcher Weise einzusalzen, zu räuchern oder einzumachen verstände, dass sie sich den Weltmarkt erobern könnten.